Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon The Lost Valley, das verlorene Tal. Okay, wir gehen mal raus. Vielleicht treffen wir jemand Neues. Wir haben am Ende der letzten Folge einen Erntewichtel gesehen, welcher, ich weiß nicht, mit sich selber geredet hat. Ich bin mir nicht so sicher, aber er scheint an der Quelle der Erntegöttin zu sein. Also liegt, denke ich mal, klar auf der Hand, was der nächste Schritt wird. Okay. Der Schnee geht, glaube ich, immer noch als Regen. Wir müssen nicht gießen. Oh, das ist unsere Freundin. Die läuft ja einfach rum. Ach so. Schaut, sie ist ja wenigstens im Dorf. Aber nein, sie rennt hier wirklich über mein Grundstück, die Kleine. Hey, was gibt's? Warum ist es hier so kalt? Es sollte Frühling sein. Oh, es tut mir leid. Ich komme schon klar. Okay, die Kleine, die ihre Mutter verloren hat. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man Leuten was schenken kann. Am besten, ich gucke das mal nach dieser Aufnahme hier nach. Ob es überhaupt funktioniert, weiß ich nicht. Naja, mal sehen. Gut. Mal schauen, ob es einen neuen Erntewichtel gibt. Es sah nämlich stark danach aus. Weißt du was? Wir müssen der Erntegöttin helfen. Wir schaffen es. Wir müssen zusammenarbeiten. Du sagst nichts Neues. Schade. Und hier scheint auch sonst nichts zu sein. Aber wer war denn der Erntewischel, den wir gesehen haben? Da hat er was Blaues an. Und der ist nicht hier. Na super. Tolle Wurst. Ach, das Spiel ärgert einen, glaube ich, gerne. So viel dazu. Okay, gut. Dann wieder zurück an die Arbeit. Dann sollte ich vielleicht doch anfangen, hier so ein bisschen den Weg zur Erntegöttin zu bahnen. Das geht einfach nur hier lang, hä? Ja, anscheinend. Gut. Puh. Ich könnte ja auch direkt hier runterbauen, ne? Hier so. Das sollte ich vielleicht tun. Ja, das tue ich jetzt auch. Graben. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte das tun. Und das. Da muss ich nämlich nicht mal so einen großen Umweg laufen. Anscheinend auch die Gebiete entwässern zu können. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Das gibt mir Hoffnung, dass ich die eine Ecke direkt am Eingang rausschneiden kann. Wisst ihr, welche ich meine? Ja, genau die. Ach, du darfst mich auch, du Baum. Stirb, Baum! Ha, ich hab gewonnen! Und zack. Deine Tasche ist voll. Ja, ich weiß, das sagt er mir jedes Mal. Vielleicht hätte ich auch einfach mal alles einlagern, damit diese Nachricht nicht immer kommt. Ich meine, es ist doch egal, ob das jetzt in meiner Tasche gelagert wurde oder in meinem Lager. Kommt doch eher auf selber raus, oder? Ich weiß nicht. So. Jetzt zu mir. Ups, das wollte ich nicht. Du kommst wieder hoch. Er ist so ein bisschen stufenartig machen. Warte mal, du kommst trotzdem mal wieder rein. Du Holzklumpen. Nein. Ah, so ganz kann ich es doch noch nicht. Kann ich eigentlich mehr als 99? Ah, Erde wurde auch gelagert. Sehr gut. Ja, jetzt kommt auch da jedes Mal die Meldung. Ach, na toll. Tolle Wurst, ne? Ach, na gut. Wenn die Meldung kommen will, dann soll sie halt kommen. Gott, das wird auf jeden Fall lustig, das hier alles fertig zu bauen. Warte mal, mich nerven gerade auch so ein bisschen die Bäume hier. Die fäll ich am besten auch gleich alle mal. Na komm, auf weg mit dir. Ach, diese. Seht euch mal diese hochwertigen Texturen an. Mensch, die fallen mir jetzt erst auf. Wow. Warte mal, vielleicht ist der Erntewichtel ja hier drin. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht ist es ein Steinerntewichtel. Es wird doch kein Steinerntewichtel. Wäre auch zu cool gewesen. Komm ich auch nicht hoch. Doof. Na gut. Kümmern wir uns weiter um den Weg. Wieder bis um 2, würde ich sagen. Wie spät haben wir es denn? Um 12. Okay. Ich will die Tage nicht lang machen. Sofern. Komm. Und bäm. Boah, wie viel Kraft sie hat. So, ja, hier geht's jetzt weiter. Hier spielt die Musik. You got the music.
Achso, es geht ja nicht, weil es. Ja. Ich glaube, ich habe gerade Scheiße gemacht. Oh, oh, oh. Ach, je. So. Jetzt hier hinten alles weg. Oh Gott, das kann ja ewig dauern, wenn ich das in der Aufnahme mache. Also, wenn ich das privat mache, dauert das auch ewig, aber. Dann müsst ihr euch das alles nicht angucken. Okay, wir machen das aber trotzdem jetzt noch. Und zack. Ich denke mal, es wird auch einen Großteil des Spiels ausmachen. Jedenfalls am Anfang besonders. Wo man ohnehin noch nicht so viel machen kann. Wobei später wird das, denke ich mal, trotzdem auch noch wichtig sein, wenn man die Gebäude entsprechend platzieren möchte. Ach, ich weiß doch auch nicht. So. Ja, komm. Hier die Ecke muss auch noch raus. Ja, ich will eben auch, dass es alles so ein bisschen schick aussieht. Ich grab das jetzt hier nicht einfach irgendwie. Es soll auch ordentlich sein, oder? Ich meine, würdet ihr das haben, dass er so kacke aussieht? Nein, wollt ihr nicht. Dann weint ihr. Und wer ist da daran schuld? Ich. Mal alles weg hier. Weg mit dem Dreck. Weg mit dem Dreck. Weg mit dem Dreck. Weg, weg, weg. Oh, habe ich jetzt zu tief? Nein, ist alles okay. Alles okay. Oh. Hoppapa. Bin ich hier. Oh. Eigentlich von so erkennt man schlecht, wo man, wie man baut, aber andererseits kann man sich so gut positionieren, wenn man von so oben ist. Von so oben ist. Alter, meine Aussprache manchmal. Wenn man von so oben drauf schaut halt. Ja, komm. Ah. Es ist schon um zwei, aber ich bin dumm. Aber ich will es noch zu Ende machen. Den Ehrgeiz habe ich jetzt schon noch, das alles jetzt hier zu begradigen. Ist ja auch gut damit aussehen. Wie ist denn das jetzt hier? Okay, geht's wieder eine Stufe runter. Habe ich, glaube ich, kacke gebaut. Weil ich es halt von oben nicht gesehen habe. Mensch, Mädel. Ich sag's aber auch noch. So. Ich freue mich schon auf den Sommer. Dann sieht das hier nicht so komisch kastisch aus. Das ist hoffentlich auch alles eine coole Fläche. Mehr oder weniger. So, Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich jetzt hier weiter vorgehe. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier runter. So. Ich kann halt jetzt auch nicht groß zu meinen Gedanken sagen, wie ich plane, wie es hier weitergehen soll. Weil ich selber noch nicht weiß, wie es hier weitergehen soll. So. Maybe. Maybe not. I don't know. Und auf jeden Fall kommt man jetzt hier schon mal hoch, aber es sieht doch nicht ganz so knackig aus. Knackig. Das müsste ich noch ein bisschen ändern. Einen Moment. So. 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 Ah, perfekt. Okay, ist es nicht ganz perfekt. Ich gebe es zu, aber der Feinschliff wird schon noch kommen. So. Ja. Noch, kann ich nicht in die Ecke was reinbauen? Doch, doch. So. Und du, Baum, du verschwindest. Bist im Weg. Oh, schöne Kinder. Ja, jetzt nicht mehr. Also, vielleicht immer noch, aber ich habe sie getötet. Hä, was laber ich? So, gut, das geht auf jeden Fall jetzt schon mal viel besser. Und dann könnte ich... Oh, vielleicht könnte ich hier auch noch... Moment. Diese Ecke hier, die könnte ich vielleicht auch noch wegmachen, ne? So vielleicht... Könnte ich vielleicht. Ich überlege gerade einfach, wie ich es mache, okay? So. Ich habe gerade voll den kreativen Schwung. Es tut mir leid. Dann fülle ich das hier so auf, dass man auch so schräg runterlaufen kann. Versteht ihr? Dann muss ich das aber auch hier so auffüllen. Moment. Ich mache das schon. Ich weiß, was ich tue, okay? Hoffe ich. So. Tut mir leid, ich bin gerade voll im Rausch hier. Ja. Das ist okay so, oder? Dann kann ich jetzt hier... Oh Gott, das stört mich gerade total. Moment. Stirb! So. Siehst du? Da kann man jetzt so schön direkt runtergehen. So. Dann kann man nicht schön perfekt hier runtergehen. Okay, dann muss ich das hier runter vermutlich als nächstes bauen. Oh mein Gott, aber da unten ist Wasser, hä? Nein, das ist nicht. Ich glaube, da unten ist einfach ein normaler Abgrund.
Ach, das wird ja toll. Dann muss ich das mal runterbauen und dann... Ach, Gottchen. Aber naja. Ich glaube, die Zeit muss ich schon einmal investieren, um dann nicht immer so ewig dämlich runterlaufen zu müssen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo es hier runtergeht. Ich glaube, ich... Ach, hier. Oder? Nein. Hä? Wie komme ich hier runter? Doch. Auf runter, Mädel! Los! Danke. So. Oh Gott, ja. Ja, ich habe jetzt total bis um 2 gearbeitet. Es ist ja nicht schon fast um 10. Tut mir leid, Leute. Ich war gerade irgendwie so im Schwung. Ich muss das jetzt einfach noch zu Ende bauen. Okay, alles klar. Gut, und ab nach Hause. Bock, 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 bock. Und schlummern. Ja, bitte. Oh. Manche Feldfrüchte und Blumen wachsen also in bestimmten Höhen besser. Ach so? Das wusste ich nicht. Oh Gott, jetzt wird es auch langsam kompliziert. Die Information macht mich jetzt fertig. Oh Mann, da muss vielleicht schon oben und unten und... Oh Gott. Na gut. Oder ich sage einfach mir scheißegal und baue trotzdem alles auf einer Höhe. Oh. Decisions, decisions, decisions. Decisions. So, es scheint immer noch. Aber ich kann ernten. Yay! Auf jeden Fall ist das nicht schlecht. Oh Gott, sie macht aber diese Schräubisch-Animation, wenn sie was erntet. Mädel! Doch nicht jedes Mal. Oh Gott, das kann ich auch schon ernten. Cool. Mensch, da geht's ja ab. Die 1A-Sachen tue ich wirklich erstmal alle in den Kühlschrank. Aber damit kann ich dann vielleicht noch kochen. Und dann haben da, denke ich mal, die Gerichte dann eine bessere Qualität. Schätzungsweise. Hm. Yay. Yay. Mädel. Vielleicht geht das auch später dann auch irgendwie schneller. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da baut man auch allgemein nicht so viel an. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier genau funktioniert. Vielleicht sollte ich... Ups. Okay, da habe ich die gleich mal angebaut. Warum nicht? Ja, da. Vielleicht sollte ich auch mal bei ein paar Let's Play-Kollegen reinschauen. Ich weiß nicht, was das noch Let's Play. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es auch so viele andere im deutschsprachigen Raum machen. Aber muss man mal sehen. Aha. So, jetzt ihr noch, ihr kleinen Lumps. Lümpe. Lümperliche. Lumperichs. Was? Ach. Die Frage ist, wann und ob sich dann irgendwann auch mal, ja, ich weiß nicht, die Auswahl verbessert. Weil wir haben jetzt Spinat und, was war das andere? Brokkoli. Oder? Was? Brokkoli? Ich hab's schon, Spinat? Ich hab's schon vergessen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Also, ich hoffe, er stockt bald mal auf. So. Und man kann sich mal alles kaufen, was man irgendwie bekommen hat. Hä? Was ist jetzt los? Ah! Ernterang 2, was immer das bringt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht erntet sie jetzt schneller oder sie kann vielleicht mehr Samen kaufen. Oder beides. Oder nichts von beiden. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir reden mal mit ihm. Hallo! Moin! Du bist aber mal früh. Alter, ich bin immer voll früh auf. Da-dam. Da-da-da-da-da. Ich bin voll drauf. So, nein. Non. Oh, ich habe aber viel besten Brokkoli. Überleg mal, ob wir den trotzdem verkaufen sollen, ne? Ah. Ich weiß nicht. Ich behalte ihn erstmal. Man kann ja später noch welchen holen. Hast du neue Waren im Angebot, mein lieber Herr? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Hm. Na gut. Hups, so viel will ich jetzt nicht gleich kaufen. Oh, komm, so 20 Stück sind aber... Komm, 20 Stück sind auch mal drin. Und Spinat hole ich schon später nach. Weiß ich gar nicht, wie viel ich brauche, um alles aufgefüllt zu haben. Aber keine Lust jetzt nachzurechnen. Ich tue einfach. Ich bin ein Tour. Tu er. Ach, egal. So. Samen pflanzen. Brokkoli. Und wir müssen auch nicht gießen, weil es schneit und das irgendwie als Regen gilt. Was irgendwie komisch weiß im Harvest Moon Spiel so ist. Aber schon gut, dass man in diesem Harvest Moon Spiel auch im Winter was anbauen kann.
was ziemlich doof wäre, aber das was sonst ziemlich doof wäre, weil man schadet das Spiel ja hier im Winter. Aber es gibt genug Spiele, wo man im Winter einfach gar nichts machen kann. Hä, ich hab doch... Okay, dann nehme ich halt eben mit zwei Speipel. Zwei Spinatsamen. Komm. Sehr gut. Oh. Nein. Ich könnte auch mal ausprobieren, was der Dünger bringt. Aber naja, vielleicht später, aber momentan haben wir doch relativ gute Ernten. Also bester Brokkoli und bester Spinat in der Menge ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Gut. Ja, ein bisschen Wirst durcheinander. Ich weiß selber nicht, warum ich das hier tue, aber was soll es. So. Wie viel fehlen denn jetzt noch? 1, 2, 7, 8, 9 fehlen noch, wenn ich mich nicht verguckt habe. Dann machen wir das gleich mal. Sehr gut. Hallo. Na? Hey. Hey, Sie. Ja, es ist kalt, ich weiß. Oh. Meckern Sie nicht so rum daher. Ich kann es auch nicht ändern. Jedenfalls im Moment noch nicht. Gut, ein bisschen Spinat. 9 Stück müssten reichen. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch unsere Abkürzung ausbauen können. Zur Gottesgöttinnen-Gotti-Gott-Quelle. Was? Weil das ist echt ätzend, da hochzulaufen, hat man ja gemerkt. Ich hätte eigentlich auch unten auf dem Bildschirm zählen können, merke ich gerade. Egal, ich habe mich trotzdem nicht verzählt. Sind trotzdem 9 Samen. So. Fertig! Alle Samen sind gepflanzt. I know. I know. Hier geht's hoch, hä? Ja. Gut. Ja, hier geht's auch nicht so perfekt hoch. Es ist noch alles ein bisschen, ja, holprig halt, ne? Ich müsste jetzt hier rumgehen, ne? Genau. Und ich will aber nicht hier rumgehen müssen. Genau. Und hier geht's so eklig runter irgendwie. Ich erinnere mich. Lass mal die Bäume hier weg. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir erstmal ein bisschen freie Hand haben über das, was wir hier tun. Ich muss auch noch... Ups. Nein! Ah! Gut. Ich muss mal an den Baum hier irgendwie rankommen. Bin ich schon in dem Baum? Ja. Das ging schnell. Gut. Fällt ich dich gleich auch mal noch? Ich hatte die Befürchtung, dass wir uns ja bis runtergraben müssen und dann von da unten die Schlucht auffüllen. Das ist auch eine Schlucht, oder? Ja. Also okay, so tief ist die Schlucht jetzt auch wieder nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut, dann würde ich sagen, wir füllen das erstmal auf. Das ist das Wichtigste. Ja, so. Gut, erstmal die Bäume wieder entfernen. Die nerven mich nämlich auch wieder tierisch. Gut. Okay. Und ich würde mal sagen, das Auffüllen der Schlucht mache ich aufs Queen. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn hier alles oben und eben ist. Bis dann sage ich schau, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, für mich Let's Play Harvest Moon, The Lost Valley. Bye.